Seit mehr als 3 Jahrzehnten ist der Bauernmarkt fixer Bestandteil des städtischen Treibens und dient vielen Leobnerinnen und Leobner als regionaler Versorger. Kürzlich ging aber hier so richtig die Post ab. Es wurde nicht nur groß aufgespielt, es wurde auch richtig groß aufgegrillt. Da haben wir gemeinsam mit der Grillakademie Schlemmis eine Kooperation. Da werden alle Produkte, wir grillen den Bauernmarkt, auf den Grill geschmissen. 9 Meter lange Grillstraße, kostenlose Verkostung mit freier Spende für die Palliativstation LKH Leoben. Kulinarik gepaart mit einem guten Zweck. Besser geht's nicht. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Menschlichkeit, das steht immer im Vordergrund, finde ich. Und das ist ganz ein heikler Bereich. Und wenn man dazu einen Beitrag leisten kann, dann kann man das nur begrüßen. So haben das auch die zahlreichen Besucher gesehen und sich durch die Köstlichkeiten geschlemmt und die Spendenbox eifrig befüllt. Auch die einzelnen Standler haben einen großartigen Beitrag geleistet. Ja, heute kommt von Fleisch bis Fisch bis Gemüse, alles am Grill. Von unseren ganzen Bauern, was da ausstellen, Würste, Käsekreiner, Bratwürste, alles regional. Pulled Pork vom Schwein, wer es nicht weiß, vom Schopf, ganz eine Spezialität. Dann Ripperl von unseren Bauern aus dem Smoker. Zusätzlich eine lange Liste an Gemüse. Nur eine Sache kommt beim Grillweltmeister nicht auf den Grill. Auffüllen kann man leider alles, ne? Alles, was zu klein ist und durchfällt, legt man nicht drauf. Ne? Wo ich ein bisschen Gegner bin, sind Melone, gibt es ein Beispiel, das, was ich nicht am Griller lege. Melone isst man so, wie sie ist. Vermisst hat die Melone sowieso keiner. Gab es doch 17 andere Leckereien zu verkosten. Dazu gute Musik und ein gemütliches Plauscherl. So wird der Bauernmarkt, zumindest dienstags und freitags, zum Nabel der Stadt Leoben.